Herzlich willkommen beim Kodoma Podview, eine Mischung aus Podcast und Interview mit Luzi und den Stimmen hinter den kleinen Stars vom Kodoma Marionettentheater. Gute Unterhaltung. Hallihallo, liebe Leute von heute und herzlich willkommen zu einem weiteren Kodoma Podview. Heute bei mir zu Gast sind im Gespräch Jutta Fritz und Oliver Fritz. Und diese beiden sind nicht nur als Oma Inge und Opa Herbert bekannt und verheiratet, sondern auch im echten Leben. Daher auch der gleiche Nachname. Aber in welchen Projekten hört man die beiden denn jetzt? Nun, hauptsächlich natürlich in den neueren Teilen und Geschichten von Oma Inge, als Oma Inge und Opa Herbert, ganz klar. Ebenfalls halt auch in den Kodoma-Minis generell, die bislang abgedreht sind. Da ist auch noch nicht alles veröffentlicht, zum Beispiel Dr. No oder Jacks Sonderbar. Das sind Kodoma-Minis, da haben die beiden schon vor ellenlanger Zeit eingesprochen, aber es ist noch nicht veröffentlicht. Das kommt alles nach und nach. Aber auch da werden sie dann halt, wenn man so will, für euch in zukünftigen Projekten zu hören sein. Dann in den Monsterrican-Teilen sind sie zu hören. Jutta in Monsterrican 2 als Oma Inge und Olli in Monsterrican 4 als Opa Herbert. In den Monsterrican-Teilen tatsächlich in Deutsch wie auch in Englisch beide Versionen von den beiden selbst eingesprochen. Und Jutta hat sogar auch einen kleinen Auftritt, zumindest zum Hören, in Zauberer Zakedos. Das war eine Mini-Rolle bei dem Projekt, aber da war sie auch dran beteiligt. Und Olli ist noch zu hören in der Geschichte Der Werwolf vom Silberwald, wie auch im dazugehörigen Persiflage-Projekt. Das war krasser Shit am Set vom Werwolf. Genau. Na, also da ist er als Werwolf zu hören. So, und jetzt sind die beiden heute bei mir zu Gast, oder vielmehr ich bei denen. Ich freue mich riesig, dass ihr euch heute die Zeit nehmt für den Quatsch. Nicht Nasepuppe. Ja. Hab ich doch gar nicht. Aber warum packst du denn jetzt den Aschenbecher? Nein, da war nein. Genau. Ja, leg ich dir gleich auf die Pizza. Aber. Ja, wie ihr hört, auch für Knabbereien ist gesorgt. Saftige Knabbereien. Ja, saftige Knabbereien. Ich habe gehört, Popel schmecken aber nur mit Honig. mit Safran. Oh. Ja, mit Safran. Ja, so ein Fernsehsnack. Ja, ja, also geht also nicht eine Frage, weißt du, und schon geht los. Ja. Ja, geht ja super los. Nein, ich freue mich, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt. Und ja, starten wir direkt mit der ersten Frage an euch beide. Welche Rollen waren bislang eure Lieblingsrollen und warum? Also was waren so ja, ich denke Opa Herbert, weil da war so Dinges und ne, du mit Oma Inge, ne, ja, weil das passte ja wirklich, ja. Also ja. Vom Typ her und so, also das ist schon eine interessante Sache gewesen, also mit Opa Herbert und Oma Inge, so, ja. Mein Gott. Ja. Und du mit dem
Nein, aber welche Wings? Du hast ja noch eine andere. Ja, dann war noch der Werwolf vom Silberwald. Der Werwolf vom Silberwald. Genau, genau. Ne? Ja. Aber wie gesagt, Opa Herbert und Oma Inge, ja, muss ich sagen, passt alles. Wie die Faust aus, ja. Genau, also das passt genau richtig zu uns. Na, und Jutta, du warst ja tatsächlich nicht nur Oma Inge, sondern in einem Projekt bei Zauberer Zakedos hattest du auch eine Mini-Rolle als Amme der Prinzessin. Da hattest du irgendwie 2-3 Sätze. Ja. Also, war eine unheimlich kleine Rolle, aber tatsächlich wart ihr nicht nur als Oma Inge und Opa Herbert zu hören, aber es sind die bekanntesten Rollen von euch. Ja. Ja. Warum sind es eure Lieblingsrollen? Weil genau unser Humor ist. Ja. Passt ja alles. Ja. Und diese Lockerheit und alles in den Unterhaltungen und so. Richtig cool. Das ist schön. Frage 2. Was sind charakterliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen euch und euren Lieblingsrollen? Gar keine. die passen wie die Faust aufs Auge. Außer Alter. Vielleicht der, ich denke mal einmal der Altersunterschied zwischen Inge und Herbert und auch so das eigentliche Alter von denen verglichen zu eurem. Also ihr seid ja um einiges jünger als die Figuren. Aber wie gesagt, die sind ja auch einige Jahre auseinander, genau wie wir auch. Ja. Also passt wirklich alles. Ne, hat da richtig gut zugeschnitten. Genau. Also das ist alles, passt alles. Und ihr seid ja auch im wahren Leben auch Großeltern. Ja. Na, also das harmoniert ja dann auch. Ja. Ne? Und ihr seid auch im wahren Leben verheiratet. Ja. Genau. Ja, wir haben auch so kleine Rotzbremsen rumrennen. Frage 3. Habt ihr eine Lieblingsfigur oder habt ihr Lieblingsfiguren, unabhängig davon, ob ihr diesen Figuren schon mal eure Stimmen geliehen habt oder nicht? Jack. Jack findest du cool? Ja. Okay. Warum? Weil der auch so einen trockenen Humor hat und wie soll ich das sagen? Die Art überhaupt, wie der rüberkommt. Ja. Die gefällt mir gut. Mhm. Und Olli, bei dir? Wir alle sind scheiße. Nein. Ich finde eigentlich auch Jack, ne? Weil der ist cool drauf, locker. Knallt da voll die Klamotten raus. Ja, also, das stimmt. Das ist wirklich, muss ich echt sagen. Frage 4. Was gefällt euch beim Synchronisieren am besten? Die Outtakes. Ja. diese Pod-Sound, alles. Drumherum. Ja. Aber generell allgemein. Ja, alles. Ne, weil das ist schon interessant, sowas zu machen und. Auch wenn man sich des Öfteren verspricht, aber das halt. Ja, dann sieht man aber erstmal die Arbeit, die da drin steckt. Ja. Im Ganzen. Ja. Wir sind mal eben einsprechen, ist fertig. Ja. Richtig. Ist aber nicht. Da steckt schon ein bisschen Arbeit dahinter, ja. Also da muss man schon ein bisschen gucken. Besonders wenn man so das ein oder andere Wort dann immer in den Fass hat. Ja, und wie gesagt, die ganzen Hänger, die du da drin hast, aber ist schon klasse. Dass man über seinen eigenen Fehler lachen kann, wenn man dann macht. Ja. Vieles kriegen ja die Zuschauer gar nicht mit, weil Richtig. Viele Patzer ja dann verschwinden, die werden ja rausgeschnitten. Ja. Aber ich glaube, bislang gab es jetzt kein Projekt, was ohne Patzer war, oder? Das bleibt sowieso nicht aus. Ja. Ja, weil so, man verspricht sich manchmal so schnell, da brauchst du noch nicht mal was lesen, das machst du im wahren Leben. Ne, sowieso zu Themen statt ein Drehstuhl, sag schon mal Strehdul, weißt du so, ne, und so kannst du das da auch, dann verliest man sich mal schnell oder man liest zu schnell oder spricht zu schnell und schon hast du das Problem, dass du dich dann verhauen hast. Ja, aber das ist halt das Lustige an den ganzen Objekten und alles, oder ne, das macht richtig Spaß. Frage 5. Was würdet ihr bei Keluma für ein Projekt machen wollen, wenn ihr für eine Woche Chef sein dürftet? Oder vielmehr Chefs? Erzählt uns von euren schmutzigen Gedanken. Genau, schmutzige Gedanken. Letztens, wo ich das von links noch gehört habe,
Hab ich noch. Was habe ich zu dir gesagt? Na, geh du mal mit Porno, ne? Ich hatte aber eine andere Ding, andere. Ihr seid nicht besser als Manu und Ramona. Irgendwie wollen alle Kino mal Porno, aber dann, ganz ehrlich, ich würde das auch sehr, sehr gerne machen. Da gibt es auch eine Geschichte, die schimmelt auch schon seit Anno Zwieback in der Schublade rum. Das Problem ist, das wäre unheimlich aufwendig, wegen auch den Puppendube mit den ganzen Geschlechtszahlen. Das würde richtig von YouTube bestimmt wieder gesperrt werden. Das habe ich dann auch gesagt, ob YouTube dann überhaupt zulässt. Genau, das ist eine zweite Frage. Dann lädt er das über YouPorn hoch. Genau, ne, also bei einem Keduma-Porno, das wäre dann unheimlich schwierig. Abgesehen von diesen Schmutzereien, was spukt euch so im Kopf herum? Hey, da war denn links hier links? Wie habt ihr das genannt? Kranker Mist am Set oder wie? Ja, krasser Shit am Set. Das ist bestimmt auch mal der Bauer, da würde ich mir was einfallen lassen. Ja, glaub mal. Boah, das wäre auch mal so ein Ding, wo ich sagen würde, ja klar, da würde ich auch mal die Gamings so mal richtig so mal dafür, ne? So Gedanken fassen und aufschreiben und halt, ne, so. Das ist bestimmt auch mal so eine Sache, wo ich sagen würde, ja, das. Aufklärung für Kinder. Ja, oder so, ja. Aber beim ersten Film, krasser Shit am Set, das war ja die Werwolfsverarsche. Ja. Da hat man dich ja gehört. Ja, da durften wir deine Outtakes verwenden. Dass dann der Jäger Jack irgendwo ficken gegangen ist. Und aber an sowas würde ich nochmal ranwagen wollen. Klar. Ja, cool. Aber immer diese versauten Gedanken, aber von allen. Ja. wir sind so unanständig. Ja, voll. Mann, ey. Und bei dir, Jutta, was könntest du dir so für ein Projekt vorstellen, wenn du. Momentan die Lage ist mit Corona, wie die Kinder sich fühlen. Ja. So mal, weißt du, wie ich meine? Oder sich fühlen müssten, oder wie die Kinder sich geben, oder wie die sich, weiß ich nicht, die Gedankengänge von den Kindern. Und beim Thema Corona. Ja. Okay. Wie die sich gefühlt haben, wo sie immer zu Hause und nicht in der Schule und sowas alles. Keine Freunde sehen. Keine Freunde sehen und sowas. Ja. Das ist ja alles. Also auch schon dann wieder so ein ernsteres Thema, aber dann noch im Bereich für Kinder. Ja. Das ist auch schön. Das ist, die Idee ist auch, ist auch nicht schlecht, hast du recht. Also gefällt mir aber beides. Frage 6. Guckt ihr euch die fertigen Filme oder Serien auch an oder distanziert ihr euch privat von den Projekten her? Nee, die gucken wir uns auch an. Wir haben bei den Minis haben wir ja jedes Mal gewartet, dass die nächste Folge rauskommt, damit wir sie gucken können, weißt du? Ja. Also eben. Okay. Gab es da irgendwie eine Lieblingsszene, so by the way, wurde so selber gesagt, das war cool. Die eine Folge war ja gut, wo dann halt der Enkel Klaus da, weißt du, wo er dann auch mal irgendwie mit einem Arschpirat oder hin und her, also die Szene, also vom Text her war schon richtig klasse. Ja, das stimmt. Echt. Frage 7. Von welchem Film oder welcher Serie würdet ihr euch eine Fortsetzung wünschen? Was jetzt von. Ja. Generell so von Projekten, die euch gefallen haben, wo ihr gesagt habt, oder wo ihr sagt, ja, da fänden wir es cool, wenn da irgendwie die Geschichte weitererzählt werden könnte oder eine neue Geschichte mit den Figuren. Mit den Monstern, die hat mir gut gefallen. Mit den Monstern, cool. Ja. Ja. Also da geht es auf jeden Fall weiter in mit Teil 3 und 4. Mhm. Da wird man dich, Jutta, ja diesmal nicht hören, weil Oma Inge ist ja in Teil 1 gestorben, in Teil 2 war ja die Rückblende. Mhm. Dafür hört man aber zum allerersten Mal Opa Herbert, sonst hat man den immer nur im Hintergrund rumlaufen sehen. Diesmal hört man ihn dann tatsächlich in Teil 4, auch wenn es eine kleine Rolle ist.
Ja, und danach, klar, ne, so, solange Interesse besteht, auf jeden Fall. Ist es eigentlich für euch ein sehr krasser Unterschied? Die Monsteriken-Teile, die sind ja zweisprachig. Alle anderen bleiben ja immer auf Deutsch. Mhm. Ist es für euch ein sehr krasses Teil, wenn man sagt, oh, jetzt kommt wieder so ein Projekt, wo ich auf Englisch reden muss? Nö. Also nö. Nö, normal nö. Nicht. Eigentlich. Na, wenn jetzt Französisch oder was weiß ich, ja, was ja, ich ja, dann genau, wolltest du ja. mir gar damit kommen. Aber Englisch ist okay. Halt, wie gesagt, Englisch kein Thema. Ja. Aber, ja. Wie gesagt, klar, wenn man das nicht oft Mandarin. Dann... Mandarin. ja, oder Apfelsine. Ne? Ja, Apfelsine. Ja. zwar manche Wörter, klar, wenn man, wie gesagt, wenn man das nicht oft spricht, so die Sprache, dann hapert das doch schon mal manchmal ein bisschen, aber das aber dadurch lernst du das wieder. Aber wie gesagt, doch, ja, Englisch stimmt, ist ja. schon, ne? Ja. Ist kein Thema. Davon ab. Frage 8. Was für eine Rolle bei Olli, würdet ihr gerne mal einsprechen und warum? Also eine Rolle, die ihr noch nie eingesprochen habt, wo ihr aber sagt so, boah, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mal so ein Dieb sprechen könnte oder ein König oder eine Prinzessin, boah, das wäre cool, da könnte ich mich stimmlich vorstellen. Ich nehme mal die Prinzessin. Nein. War nur Spaß, um Gottes Willen. Ach, ist das schön, Alter. Sissi. Ach, süß. Nee, boah. Aber Mist, ein krasser Shit. Prinzessin Olli. Olivia. Dann sprichst du eine Prinzessin mit einer ganz tiefen Stimme. Genau. Na, mein Freund, du bist die Prinzessin. Dings, ne? Die Trans-Prinzessin. Nicht die Tanz, sondern die Ja, Trans-Prinzessin. Ja. Ne? Gott, wusste ich jetzt gar nicht. Aber bei dir wüsstest du nicht. Nein. Obwohl der Jack wäre, würde ich auch vielleicht sagen. Ja, das kann man dir gut vorstellen. Ja? Ja? Also doch, ja. Und müsstest du dir dann mit Manu die Rolle erprügeln? Aber ja. Das sag ich ja, die Figur ist ja nicht, ne? Ist ja nicht schlecht. Ich wüsste jetzt gar nichts. Also. Du bist zufrieden mit Omega? Ja. Du sprichst ja mal den Enkel Klaus. Nee. Oder den Enkel Fritz. Ja. Mit seiner Quietschstimme. Frage 9. Welche Projekte machen euch mehr Spaß? Projekte für Kinder oder für Jugendliche und Erwachsene? Und warum? Für Jugendliche und Erwachsene, weil man da so richtig versaut sein kann. Ja. Genau. Ja. Ja, mehr braucht man dazu ja nicht sagen. Klar, für Kinder ist auch schön. Ja. Ja, die Kinder sollen ja auch was davon haben und hin und her. Naja, klar, macht auch Spaß. Aber eigentlich beides, wenn du so nimmst. Ne? Ja. Sagen wir so. Ja, natürlich, aber das andere brauchst du, bei dem anderen brauchst du natürlich ja nicht so kindfreundlich drauf achten. Ja. Ne? Aber natürlich auch für Kinder. Aber macht natürlich auch Spaß für die Kinder. Ja. Halt, ne? Die sollen ja auch Spaß haben. Ne? Frage 10. Was sind eure schönsten Erinnerungen an Keluma? Prinzessin Olli. Der Jack, hat hier jetzt gerade. Jack the Flipper. Die schönsten. Ach, eigentlich alles, wenn du so nimmst, egal, ob der, ne, mit dem Einsprechen, ob auch diese Versprecher, die zusammensitzen. Ja, das ganze Drumherum macht Spaß. Die ganze allgemeinen Projekte, die machen einfach Fun. Ja. Ganz einfach. Was, ist schlafen? Die ganzen Leute, die dabei sind, ne? Oder die auch dahinter stecken. Also das ist alles schon eine interessante, lustige Sache. Frage 11. Warum habt ihr euch dazu entschlossen, bei Keluma mit beim Synchronisieren zu helfen? Ja. Weil wir gucken wollten, wie das, ob das für uns passt oder nicht.
oder ob es halt Spaß macht oder nicht. Mhm. Und es macht Spaß. Immer wieder. Richtig. Das ist schön. Aber ist nicht so, oh scheiße, ich will nee, euch sprechen. Nein. Das ganz im Gegenteil. Nee. Ja. Und weil man dann halt auch diejenigen Personen, die dahinter stecken, die das alles ne, organisieren, die das alles schreiben, die Gedankengänge haben, sich die ganzen Sachen einfallen lassen. Ne? Ja. So wie Luzi. Ja. Ja, wie Luzi. Wie Luzi, ja, Luzi. Genau, du Lutscher. Luzi. Frage 12. Vervollständigt bitte folgenden Satz mit jeweils einem Wort. Mhm. Keduma ist für mich Spaß, okay. Und für dich, Olli? Kein Spaß. Nein, einfach Fun. Fun. Fun, Spaß, ist ja dasselbe im Prinzip. Ja, gut. Frage 13. Gibt es eine Aufgabe bei Keduma, abgesehen jetzt vom Synchronisieren, welche ihr mal austesten wollen würdet? Und wenn ja, welche und warum? Ja, wollte ich jetzt auch gerade sagen. Als Puppenspieler, okay. Ja. Tritra, trullala. Der Luzi ist mein Riesen-Cookie-Star. Nein. Warum? Warum? Ja, warum? Muss mal was anderes. Ja. Also die halt mit den Figuren, weil man muss sich auch ein bisschen da reinversetzen halt, ja. Ne? Man spricht das ja nicht nur, man muss auch dementsprechend die Figuren dazu bewegen und alles da, von der Art und Weise, ne? Muss ja alles funktionieren. Also das ehrlich, auch mal eine interessante Sache. Also ehrlich, du willst mir nur wieder die ganzen Fäden verheddern, ne? Damit ich mich nicht mehr bewegen kann. Ja, das ist Ding. Ich will auch mal an den Fäden, ich will auch mal die Fäden ziehen, weißt du? Alles klar, also bei der nächsten Gelegenheit, dann lasse ich euch da mal eine Fäden ziehen. Aber okay. Lässt uns mal eine Fäden ziehen. Genau. Ja, dann lasse ich mal eine Fäden ziehen. Und holt da eine große Rolle Kordel und dann ziehen wir mal. Genau. Frage 14. Gibt es etwas, was ihr schon immer über Keduma wissen wolltet? Und wenn ja, was? Wie du drauf gekommen bist. Genau. Wie bin ich drauf gekommen? Also, Sud hat ja zu seinem dritten Lebensjahr eine Marionette geschenkt bekommen. Mhm. Und dann hat er das irgendwie, ja, also er hat dran festgehalten. Das hier Augsburger Puppenkiste und sowas, da ist er halt mit groß geworden. Das fand er halt total toll. Und es hat ihm irgendwie immer in den Fingern gejuckt, denke ich, dass es in Duisburg kein Marionettentheater gibt. Und ja, als er dann irgendwie 11 oder 12 war, hat er ja hier mit dem ganzen Quatsch angefangen. Und da konnten wir ja damals noch nicht überhaupt davon ausgehen, dass er irgendwann so erfolgreich wird, auch übers Internet. Und 2003 ging das richtig los, also 2002 hat man so rumexperimentiert und so Ideen gesammelt und 2003 ging es dann richtig los. Ideen? Noch läuft alles. Ich hab dir auf das Spiel, entschuldigung. Aber danke. Und 2004 bin ich dann dazu gekommen. Viele denken, ich wäre von Anfang an dabei, aber tatsächlich bin ich erst ein Jahr später dazu gekommen. Mhm. Und ich habe da einfach gedacht, ja, Sud ist total bescheuert, total verrückt, passt. So wie wir alle anderen auch, die da mitsprechen. Ja. Ne? Passt schon alles. Ne, also Sud ist ja auch erst aufgefallen vor 3 oder 4 Jahren, dass ich überhaupt schwarz bin. Davor hat er so gesagt, ja, der Drache ist rot und das Krokodil ist grün und das Gespenst ist weiß und Luzi ist schwarz. Also halt, ne, schokobraun, ne? Und dass ich afrikanische Wurzeln habe, das ist Sud erst sehr viel später aufgefallen, wo er dann gesagt hat,
Aber eigentlich ist das ja so ein kleines Negerlein. Ne? Da sag ich, boah, bist du ein Schnellchecker, jetzt arbeiten wir schon über 10 Jahre zusammen. Der dumme Sauffel, das ist jetzt auch wieder. Nee, und ja, dann habe ich gedacht, ich bin eine Marionette. So, der hat ein Marionettentheater, passt, mache ich da einfach mal, ja, mal mit, ne? Also kam das. Ich bin ja eh ein Mexikaner, ne? Ich bin da irgendwann so illegal über der Grenze und hab Arbeit gesucht. Pinabo, Mexiko. Ja, und so hat das dann eiskalt ausgenutzt. Puppenspielerin. Genau. Also bin ich dann zu Kenema gekommen. Ich war jung und brauchte das Geld. Und Olli, bei dir? Gibt's bei dir? Aber wie bist du über die Grenze gegangen? Nein, gibt's bei dir ein Thema bei Kenema, was dich immer schon so durch den Kopf begleitet hat? War alles immer glasklar? Also glasklar wie Milch. Ja, genau. Ja, genau. Das ist gut. Gut, Frage 15. Wenn ihr in die fiktiven Kenuma-Länder Sutanien oder Euland reisen dürftet, um dort für 2 Wochen Urlaub zu machen, welche 3 Sachen für jeden, also insgesamt 6 Sachen für euch beide, würdet ihr mitnehmen? Was zu stricken, was zu lesen und was zum Schlafen. Eine Decke zum Schlafen. Ja, sind schon 4. Nee. Nee, stricken, lesen, Decke. Okay. Ja. Und so viel gibt's ja. Und bei dir, Olli? Ja, Zigaretten. Ja? Klar. Ganz wichtig? Ja, ganz wichtig. Ja. Na, dann bleib ich nicht. Handy? Zum Foto machen? Ja. Würde ich auch sagen, ja, und wie gesagt, eine Decke. Also ja. Zum Pennen halt, ne? Ja. Ja, finde ich total toll. Also ja, du nimmst so Zigaretten mit, lässt aber das Feuerzeug zu Hause. Ja, ich mach das doch an der Palme, weißt du? Genau. Ja, dann reibe ich da mehr dran, meine Frau so da dran, weißt du, und ein bisschen heiß wird und dann kann ich meine Zigarette anmachen, weißt du? Also, du schüttelst dir dann auch auf einer Straße nicht die Palme. Und machst das dann an deiner Frau, bis sie heiß wird. Ja, genau. Okay, ja, finde ich gut. Hast du gut kombiniert, ja. Stimmt, ja. Weil du weißt ja immer, die Zigarette nach dem Morgen, ne? Ja, die Zigarette kann abnehmen. Die muss brennen. Nein, ehrlich. Boah. Viele Grüße hier an Ramona, Manu und Rambo-Meister. Viel Spaß mit diesem Kopfkino. ja, Frage 16. Was macht ihr, um euch in eure Rollen einzufühlen? Gibt's da irgendwie, keine Ahnung, ihr macht den hängenden Kranich oder nee, ihr geht vorher nochmal eine rauchen oder nochmal aufs Klo oder, nee, oder gibt es da irgendwelche festen Rituale? Nee, eigentlich nicht, einfach spontan. Spontan. Ja. Und, ne? Also ja, nicht, dass wir da jetzt da uns da hinsetzen und meditieren. Dann wirklich, dass sozusagen in den Kopf hämmern. Nein, du bist nein, einfach spontan. Du machst auch am meisten Fun. Ja. Weil da eben genau da die meisten Pannen und so passieren. Weißt ja, du, und das ist halt dann lustiger daran. Ne? Ja. So muss das sein. Zu lachen hat man dabei immer genug. Haltet ihr euch immer, also bei Frage 17, haltet ihr euch immer streng ans Drehbuch oder improvisiert ihr auch manchmal? Kann auch schon mal vorkommen. Ja. Je nachdem, wie genau, was für eine Situation da jetzt gerade im ja, richtig. Du kannst auch schon mal improvisieren. Ja. Du musst nicht immer laut. Du musst auch mal spontan was rauskommen. Alles klar. Wie im wahren Leben, muss auch spontan was rauskommen. Ja. Ja. Richtig. Kann man auch schon mal spontan raus. Ne? Was spontan reingeht, muss ja, auch spontan richtig, wieder raus. Ja. Genau. Boah, wir denken alle, glaube ich, gerade dasselbe. Hilfe! Frage 18. Schnell ablenken, nächstes Thema. Frage 18. Wer ist es für euch, Emotionen und Gefühle in eure Rollen zu stecken?
Urt steckt, wie gesagt. Ich war nicht, ne? Was? Ich hab das jetzt. Ja, super. Wie schwer es für euch ist, Gefühle in eure Rollen zu packen? Ne? Wie schwer ist da die Spontanität, auf einmal zu lachen, zu weinen, zu stöhnen, was auch immer? Ne, das ist ja nicht schwer. Gott. Du liest dir da durch und dann kannst du dir die Situation vorstellen und dementsprechend. Genau. Mhm. Also mir geht das jedenfalls so. Ich hab da auch kein Problem mit dich, ne? Davon ab. Alles cool. Ja. Aber wie beim Sex immer so tun, als ob, ne? Genau. Hauptsache der Mann ist glücklich. Gleichberechtigung für alle, ja, aber genau. Hauptsache der Mann ist glücklich. Ja, genau. Ja. Ist mir egal, was das Kind wird. Hauptsache der Junge kommt gesund auf die Welt. Genau. Frage 19. Was wolltet ihr schon immer mal euren ganzen Fans da draußen sagen? Ficken! Fans! Hab ich Fans? Weiß ich gar nicht. Haben wir Fans? Weiß ich nicht. Oh, das höre ich ja zum ersten Mal, dass wir Fans haben. Seid lieb. Ja. Hände über der Bettdecke. Und immer schön Kedo mal gucken. Genau. Ja, genau. Ja, und vielen Dank, dass ihr immer so zahlreich euch das anguckt, genau, und bewertet und halt immer da seid. Finde ich super von euch. Danke. Ja, ohne die könnte man das ja genau, nicht machen. Richtig. Genau, ja. Deswegen wollten wir hiermit auch mal Danke sagen. Dankeschön! Ja, ich denke mal, den größten Star-Fakt habt ihr, denke ich mal, nach wie vor als Oma Inge und Opa Herbert. Klar. Ne? Ja. Ja, das passt auch alles, wie gesagt. Ne? Also, auch mit den Dingen, wie gesagt, die Figuren, auch so ein Weg, den wahren Leben ist ja auch nicht anders. Ne? Ne? Nö. Ja. Genau. Also unsere Enkelkinder haben bekloppte Großeltern. Ja, genau. Ja. Da fällt es euch auch nicht schwer, euch da in die Figuren reinzunehmen. Nee, absolut nicht. Aber war es eigentlich am Anfang irgendwie, na toll, jetzt muss ich in der Oma oder. Nee. Na toll, jetzt muss ich ja wahren Leben auch. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, ne? Nee. Passt alles. Ja. Also schwer oder nicht? Nee, nee, gar nicht. Weil wie gesagt, vom Text her und so, weil privat sind wir auch nicht anders. Ja. Ja. Wir haben auch schon das öfter gesagt, wenn wir manchmal zu Hause hier sind, weißt du, laber, schwer sind. Wenn uns einer hören würde, der würde, weißt du, der würde uns für bekloppt erklären oder so. Aber wie gesagt, der Fun muss auch in der Ehe da sein oder in der Beziehung oder wie auch immer. Und, ne? Und so bringt es eigentlich auch halt. Ne, war auch mal Inge und Opa Herbert halt auch so rüber. Also, ja, so wie du auch privat halt. Ne? Also sind charakterlich schon quasi eure Spiegel. Ja, genau. Ja. Ne? Dann jetzt die letzte Frage, dann habt ihr Ruhe von mir. Ist klar. Bis morgen, bis der nächste Projekt kommt. Ich stehe morgen um 5 Uhr hier vor der Tür auf und ich sag da, mach auf hier und dann können wir weitermachen. Ich habe gestern was vergessen. Hier sind nochmal ein paar Sachen. Wir sind nochmal 30 Folgen. In Deutsch und in Englisch. Ja. Ich glaube, dann würdet ihr mir den Nachttopf runterschmeißen. Ja. Kriegst du den Nachttopf und den Kochtopf. Und Oma Inges Kochlöffel. Der gibt eine Beule. Ja, Dings, die Töpfe, den Kochlöffel kriegst du auf dem Schädel. Die zwei Töpfe kriegst du anders eingeführt. Oh je. Ja. Frage 20. Würdet ihr auch weiterhin aktiv als Sprecher sein wollen oder sagt ihr, ja, nach den paar Jahren, es reicht? Das nicht. Natürlich machen wir immer wieder gerne weiter. Ja. Egal, was das ist. Aber wie gesagt, irgendwann müssen wir ja auch mal in Rente gehen. Ne? Nein, war nur Spaß. Es macht Fun alles. Wenn es keinen Spaß macht, würde man auch nicht machen. Ja. Und das ist wichtig. Aber ich finde, das merkt man auch unheimlich bei Oma Inge und Opa Herbert. Da sind viele Szenen bei, wo man euch das einfach abkauft oder wo man dann nicht die Figur sieht und dann die Stimme hört, sondern dann wirklich glaubt, die Stimme gehört zu der Figur. Ne? Die ist jetzt wirklich so. Genau. Ja. Ne, es gibt ja Leute, die
Also die sprechen dann einfach nur ein, zack, fertig. Ja. Ne, und ihr gebt dann euren Figuren auch noch den besonderen Touch, ne, den die Figur da ausmacht. Ne? Und ich finde, das merkt man auch. Ja, von daher freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr auch in Zukunft für ganz viel Quatsch noch zu haben seid. Ja, immer. Solange das alle noch geht, ist halt kein Thema. Ja. Aber immer wieder gerne. Voll toll. Ja, liebe Leute von heute, das war der Podview mit Jutta und Olli Fritz. Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Jo. Aber jetzt mal was anderes, spontan alles einzusprechen, genau. Ja, als ja, immer ja, nur ja, mit Text. Klar, ne? Ja. Und schreibt mal in die Kommentare, wie euch der heutige Podview gefallen hat oder wenn ihr selber Fragen habt an die beiden. Hey, Scheiße! Was lauert die da für ein Rotz? Direkt von YouTube. Gott, ey. Direkt von der Plattform. Ja, wollte ich gerade sagen, schmeiß runter den Schiss. Boah, geht gar nicht. Damit wische ich mir noch nicht meinen Arsch. Na, oder vielleicht habt ihr ja Ideen, wenn ihr sagt, die Stimme vom Olli, die könnte ich mir gut vorstellen mit der oder der Figur. Oder bei Jutta, welche Figur ihr euch da noch vorstellen könntet. Schreibt es einfach mal drunter und wir sind gespannt auf eure Kommentare. So, und jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Jetzt habe ich schon einen Knoten in der Zunge. Und dann sage ich Tschüss und... bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.